Oder Sponsorenlauf, ich kotze mich aus. Sponsorenlauf, die behinderte Sache der Welt. Da musst du für irgendwelche behinderten Projekte, wo du sagst, die möchte ich gar nicht unterstützen, wirst du von der Schule gezwungen, da rumzulaufen und musst dann von deinen Verwandten das Geld abklauen. Und dann hatten wir einfach so einen fetten Englischlehrer, der hat mich mal beleidigt. Der hat mich, was? Der hat mich Toastbrot genannt. Yo, Leute, es ist schon ein bisschen später, deshalb sind meine Augen ein bisschen rot und ich sehe einfach aus wie eine von Satan ausgeschissene Missgeburt. Das macht aber nichts, denn ich habe einen mindestens genauso süßen Menschen dabei, und zwar den lieben Wichser. Hallo! Aka Mr. Morgame. Er nennt mich aber jetzt Wichser, weil er oh, das will ich ja. Genau, super. Weil das mein geiler, spritziger Junge ist. Und ja, wie ihr schon im Titel seht, reden wir heute über typisch Schule. Ich hatte ja schon mal so ein Video mit dem Pixel Wolf und das kam relativ gut an. Das habt ihr ganz gut gefeiert. So, mit so Leuten nimmst du auf? Was ist los mit dir? Ja, es tut mir leid. Also er kam halt auf die Teamspeak und meinte so, meine Mutter. Ja, bei mir auch. Die hat Hunger. Wurde überfallen. Genau. Und jetzt würde ich gerne 2 Euro haben für ein Brötchen. Da habe ich gesagt, okay. Wichser. Mitmachen, ja. Wir machen jetzt was am Start. Bist genau. Du auch Wichser? Also langsam. Nein, du bist mein einziger Wichser. Du bist Danke. Der einzig wahre. Bevor deine Abonnenten in den Kommentaren fragen werden, ja, ich klinge so behindert. Warum? So, jetzt sagst du, ja, die schreien die Leute komischerweise immer. Muss man das erklären? Ja, die fragen dann immer, ist der behindert oder redet der? Nein, der ist nicht behindert. Also. Ja, also ich rede so behindert. Er redet also, halt so behindert, aber er ist nicht behindert. Also ja, leider nicht. Geistig halt ein bisschen, aber das bin ich auch. Von daher passt das ja. Ja, Freunde, wir reden heute über typisch Schule und es gibt wieder einige Dinge zu erwähnen, die einfach typisch dafür sind, dass sie quasi nur in der Schulzeit passieren. Und so ein Favorit von mir ist auf jeden Fall, ich weiß, das kennt definitiv jeder, wenn so ein Lehrer, ja, der steht so vorne an der Tafel, ne? Was? Und schreibt so was an mit der Kreide, ja? Und dann meint diese Missgeburt aber abzurutschen mit der Kreide und es gibt dieses ekelhafte Geräusch, oh, wo einfach jeder Schüler mit einem Hodensack kurz davor ist, dass der Sack platzt, ja. Dieses Geräusch einfach, dass man den übelsten Wutanfall bekommt und der Lehrer genießt das so richtig und kratzt extra nochmal drüber so und grinst dann die Schüler so richtig gehässig an mit so einem Gesichtsausdruck wie, na ja, kleine Missgeburten, stört euch das? Was, das könnte ich ausrasten, ohne Witz. Das ist einfach so eine Sache. Aber es machen aus Reflex alle Schüler immer, ja, also genau, obwohl es eigentlich gar nicht schmerzhaft so, ist. Ja, alle schreien so rum, Schüler. So, aua! Und eigentlich ist eigentlich gar nichts an sich. Die jetzt vergewaltigt werden. Aua! Jetzt werden sie kurz in den Arsch gefickt. So, aua! Ja, mach das nicht. Hallo. Ich schreie dann auch mal, wo ich nicht mehr in der Schule bin. Ich war aber, ja. Aber Mr. Moore, der geht halt immer noch in Klassen. Und wenn das passiert, ja. Also der Mr. Moore sitzt manchmal am Fenster von Klassen. Und dann sitzt er da und schreit dann einfach rum, einfach so, weil das ich kann. Ich gehe manchmal auch zu meiner alten Schule und stelle mich dann draußen auf dem Hof vor die Fenster der Klassen und schreie dann da rein, das ist Schmerz. Richtig behindert. Stehst einfach am Fenster. Schreist rein, und gehst einfach rum. Ich schreie immer halt Migräne und so. Nee, aber tatsächlich, ich saß immer am Fenster, weil seit der 5. Klasse bis zur 10. saß ich vorne am Lehrerpult. Du Opfer! Weil ich der größte Störenfried war. Das kenne ich. Weißt du, wie oft ich, ohne Witz, so eine typische Sache für mich einfach, ich hatte damals in der Schulzeit einen gewissen Drang, mich nach außen hin mitzuteilen, wie ich ihn jetzt immer noch verspüre, ja. Und ich bin ganz oft bei meiner alten Englischlehrerin rausgeflogen, dem Missstück. Und sie hatte so eine ganz tolle Sache, mich zu bestrafen. Sie hat nämlich immer gesagt, hey, du gehst jetzt vor die Tür, aber hältst die Türklinke dabei runter. Das heißt, die Türen gehen nach außen auf, man konnte sich nicht gegen die Tür lehnen. Also, nee, ja, die Türen gehen nach innen auf, genau. Ja. Das heißt, ich konnte mich nicht gegen die Tür lehnen. Das heißt, ich musste immer gucken, dass die Tür nicht aufgeht. Und immer wenn die Tür aufging, wurde ich noch mehr angemotzt. Und es war einfach so ein Teufelskreis, weil jedes Mal, wenn die Tür aufging, musste ich noch länger draußen stehen bleiben. Das ist bei mir aber auch so, jeden Englischlehrer, den ich hatte, war eine Missgeburt. Ja, ohne Witz, meine Englischlehrer, alles total vercrackte, verjunkte Missgestalten. Das, ja. Bei der einen wusstest du nicht, ob sie lesbisch oder ist oder nicht. Dann war die andere, die kam nie und dann war da noch eine, die hat nach Crystal Meth aus dem Mund gerochen. Ich hatte so eine typische Englischlehrerin, so eine richtig alte Tabracke mit Brille, die total... Die hat jeden angemotzt. Ja, man musste den nur angucken, man wurde angeschrien. Richtige Tourette-Teacher. Und dann hatten wir einfach so einen fetten Englischlehrer. Der hat mich mal beleidigt. Was? Der hat mich Toastbrot genannt. Was hat der gemacht? Ich habe einmal ein Toastbrot gegessen in der Pause. Und der hat angefangen, mich einfach seitdem mit Toastbrot zu nennen.
Warum? Weißt du, was eine Missgeburt ist? Ist aber schon ein bisschen lustig, oder? Ist ein bisschen. Wie hat dich eiskalt Toastbrot Was für eine. Ich hab die ganze Zeit ein Toastbrot genannt und oh Mann, war ich so gepisst davon, hab ich gesagt, das Ende für eine Missgeburt. Und dann musste ich zum Direktor. Ja. Aber ich konnte natürlich sagen, ja, er hat mich halt provoziert. Und so. Er hat mich immer Toastbrot genannt. Das hat mich sehr getroffen. Ja. Weil damals meine Mutter bei einem Laster mit einem Toastbrotunfall beide Beine verloren hat. Er ist gestorben. Sechst einfach so richtig die behinderte Geschichte aus. Es gibt immer einen Lehrer, der aber cool ist. Ich hatte zum Beispiel einen ganz coolen Lehrer, mit dem habe ich mich super verstanden. Der war so lustig, der hat eigentlich nur Entertainment gemacht. Und mit dem war ich auch richtig gut. Kennst du das? Was auch einfach richtig typisch ist, wenn einfach, du hast einen Lehrer, der ist richtig die faule Missgeburt. Und du hast einfach Stunden, das ist meistens ein Religionslehrer, das ist irgendein Nebenfach oder Erdkunde. Das hatte ich so oft. Und der kommt einfach immer mit Filmen an. Immer. Oder? Und warte mal, pass auf. Und die Filme, ja? Die kommen, die passen einfach überhaupt nicht zum Thema, weißt du? Wir hatten einen Politiklehrer, der hat mit uns iRobot geguckt und meinte dann so, der Film lohnt sich, weil der zeigt auf, wie die Zukunftsvision aussehen könnte. Außerdem ist das mein Lieblingsfilm, den gucken wir jetzt. Weißt du, wir haben einfach jeden scheiß Hollywood-Blockbuster, wo man, ich meine, ich fand's chillig, ja? Wir haben auch immer alle bei dem 2 bekommen und 1, aber trotzdem, es gibt halt einen Lehrer, der lebt einfach ohne diesen Videorekorder, kann der nicht leben. Der kommt dann in die Klasse und fängt an zu verrecken. Der stirbt dann einfach, weil er nicht mit den Schülern kommunizieren kann. Der fängt einfach... Der stirbt, ohne Witz. So was Ähnliches hatten wir auch, allerdings in einer anderen Form. Er hat sich vorhin hingesetzt und hat sich zum Beispiel eine halbe Stunde über seinen Hund unterhalten. Wie toll der doch ist und so. Pass auf. Das sind so Lehrer, die man mit allem ablenken kann, mit jedem richtig, Thema. Richtig, genau. Und das schweift nicht mal so richtig ab. Aber wir hatten so einen Psychopathen, der hat immer selber damit angefangen und ist dann immer am Ende von jedem Schuljahr so, mit dieser Klasse kann man nicht arbeiten, die sind viel zu langsam, wir kommen mal nicht beim Stoff voran. Und hat dann am Ende vom Schuljahr die letzten 4 Wochen den Stoff so hart rigoros durchgezogen, dass alle einfach komplett das Fach verkackt haben. Das war einfach so ein richtiger Spasti. So ein richtiger Spasti einfach. Was soll man dazu sagen? Wir hatten einen Lehrer, da dachten wir immer, der ist schwul, ne? Mhm. Einfach, weil er so wirkte. Und der hat uns immer Kosenamen gegeben. Mich hat der immer Schätzelein genannt. Oh, Alter. So einer war das. Alter. Okay, was noch? Schlimm. Weißt du, was auch richtig typisch ist? Kennst du das, wenn so ein Sportlehrer ankommt, ne? Ja. Und alle Jungs hatten gerade Sport. Und dann kommt er einfach und sagt so, jetzt gehen wir duschen. Und dann wirft er so eine Seife hin, du bückst ihn und dann fickt er dich in den Arsch. Kennst du das? Das sag ich so oft, nein. Apropos Sport, weißt du, was ich hasse? Jetzt mal nicht Lehrer. Mhm. Ich hasse diese Mädchen, die jede Sportstunde da sitzen und jede Woche ihre Tage krank, haben. Und krank sind, ja. Die sind immer krank. Die sind einfach immer krank, diese Mädchen. Ich verstehe das nicht. Ich hasse das so. Ich habe Frauenprobleme, ich habe Erdbeerwoche. Halt's Maul, Schlampe, einen Scheiß hast du! Wir müssen auch immer alle Sport machen. Ja, ohne Witz. Da immerhin. Richtig. Jede Woche eine neue Entschuldigung. Unglaublich. Ja, ohne Witz. Und... weiß ich nicht, dann kriegen die trotzdem noch und die Sport, ohne Witz, jeder verkackte Sportlehrer, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte, war einfach totaler Perversling. Der hat jedem Vibe auf die Titten geglotzt, auf den Arsch, hat immer bei Turnübungen so angefasst und so geholfen, so soll ich dir mal vielleicht helfen beim Yoga-Stunde? Ja. Und dann fängt er so an und grabbelt die so an, dann so, oh ja, das könnte deine Note weiters verbessern. Und fängt dann so an zu wichsen und dann, nee, Spaß, aber... Hatten wir eine Zeit lang auch, dann hatten wir eine Frau. Aber was ich hasse beim Sport, ist Circle-Training. Ja, richtig, richtig die unnötige Kacke. Wo du dann einfach von Station zu Station gehen musst, ne? Ja, am liebsten haben wir aber sowas dann halt gespielt wie Brennball und so. Ja, Standard sowas war mal cool. Oder halt Völkerball. Völkerball habe ich auch mega gefeiert. Ich glaube, das war so ein Spiel, das hat auch jeder Schüler einfach gezockt. Völkerball war so eine... Ja, ne? Völkerball doch. Ja, natürlich. Wo ich aber richtig gut war bei... Football, also dieses mit dem Schläger. Rugby oder ach so. Basketball. Ach so. Da war ich richtig super. Hey, was? Basketball mit dem Schläger? Nee, wie hieß das? Football da, wo man mit dem Schläger diesen weißen Ball wegschlagt und dann so eine Basenlow. Baseball? Ja, Baseball, genau. Du hast Football gesagt. Ja, Entschuldigung, ich meine Baseball. Was kannst du sagen? Nur einmal im Leben. Ich hab nur einmal im Leben bei Sport mitgemacht. Oh, was ich auch hasse und unnötig finde, sind diese Sportfeste, wo du nicht mitmachst, yo, weil da sein musst. Jo, oder Sponsorenlauf, ich kotze mich aus. Sponsorenlauf, die behinderte Sache der Welt. Da musst du für irgendwelche behinderten Projekte
wo du sagst, die möchte ich gar nicht unterstützen, wirst du von der Schule gezwungen, da rumzulaufen und musst dann von deinen Verwandten das Geld abklauen. Das ist einfach, ja, hier, mein Vater spendet pro Kilometer 2,50, so. Und dann willst du natürlich auch einen rausrotzen, läufst dann deine 4 Kilometer in, weiß ich, keine Ahnung, wie viele Stunden wir da Zeit hatten. Auf jeden Fall bin ich immer richtig viel gelaufen, weil ich mir so dachte, ja, ist ja eine sportliche Leistung, die du übrigens, ja. Und dann, ja. Und dann ziehen deine Eltern oder sowas einfach noch die Miesen, sagen so, hatte ich 2,50 gesagt? Ja, ich gebe dir einfach hier pauschal 10 Euro. Und dann kommen die ganzen Spastis, die irgendwie nur einen Meter gelaufen sind und die dann einfach sich von Oma 100 Euro geben lassen und gut ist. Und dann kriegen die von der Lehrerin so, ja, das habt ihr sehr gut gemacht und so. Mhm. Die Leute, die jetzt nicht so viel mitgebracht haben, keine Ahnung, also so richtig Bilder, Sponsorenlauf ist sowas von unnötig, ich verstehe das nicht. Das ist so eine Scheiße. Wenn ich das ausgedacht habe, gehört richtig geschlagen mit einem Baseballschläger ins Gesicht, bis er blutet und stirbt. Ja, und genauso wie wir Fahrten nie ins Ausland machen durften. Ja, ja, ich kenne das in der Realschule immer. Später im Gymnasium ging es, aber Realschule nicht, nein. Ich war Gesamtschule da auch nicht. Auf der Abschlussfahrt waren wir in Rügen, Alter. Wir hatten einen Betonstrand, weißt du, wie kacke das war? Wir durften abends bis 9 Uhr raus, weil dann noch nicht alle 16 waren, weißt du, und die Leute, die dann nicht 16 waren, es wäre dann unfair, wenn die anderen dann rausgehen dürften und die nicht, also haben wir dann alle auf die Rücksicht genommen. Coole Sache auf jeden Fall, cool, ja. Und dann war dann quasi so um 9:30 waren dann alle schon am Schlafen und es war echt eine super tolle Klassenfahrt, eine geile Zeit, die ich auf jeden Fall vermissen werde. Ja, ja, doch, schon. Es gab manchmal auch gute Klassenfahrten, nicht immer, aber die meisten waren echt scheiße. Also die vom Gymnasium, die waren echt geil, muss ich sagen, da war ich wirklich zufrieden. Kennst du das, man hat in der Klasse immer ein so ein Opfer, das jeder mobbt und eine Tussi, die keiner mag. Ja, das ist Standard, irgendwie Standard, leider Gottes Standard. Ja. Ne? Also ich muss halt sagen, ich war die Tussi, die keiner mag, aber ich habe auch von jedem Vibe den Lippenstift benutzt. Das ist halt auch so eine Sache, aber da werde ich später mal drüber reden. Ja, wir haben jetzt hier gute 12 Minuten über unsere Schullaufzeit geredet, ja. Mr. Morgan, möchtest du noch abschließend irgendwas sagen? Obwohl ich fett bin, wurde ich in der Schule geliebt. Echt? Ja, ich wurde nicht gemobbt. Darf ich dich irgendwo. Alter, das würde ich so gerne fürs Intro schneiden. In der 6. Klasse war ich aber damals noch aggressiv. Ich musste echt? Zum Schulpsychologen. Hast du andere Kinder gebissen? Nein, ich bin mal auf ein Mädchen raufgesprungen. Was? Ja, vom Geländer. Der hat einfach Wrestling mit der gemacht. Ja, Junge. Ich war halt Kind, Mann. Ich habe auch jemanden mal mit einer Glasflasche abgeworfen. Yo! Okay, Freunde, dann schaut auf jeden Fall mal bei Mr. Morgan vorbei, wenn ihr sehen wollt, was so sein interessantes Leben so macht und was er so anderen Kindern alles angetan hat, der alte Perversling. Oh, das müssen wir eine extra Folge machen, so. Genau, schaut auf jeden Fall bei Morgan vorbei, da wird es auch nochmal die Tage ein Video mit mir geben, habe ich gerade beschlossen. Und, dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, meine Freunde, tschüss, haut rein und tschüss, ihr blöden Wichser, auf Wiedersehen.